Der zweite Block befasst sich unter anderem mit dem Sudenburger Tor und dem Umzug des Salbker Lesezeichens. Doch zuvor möchten wir uns verabschieden bis zur nächsten Sendung am 24. Oktober. Tschüss. Zum Tag des offenen Denkmals gab es wieder unzählige Veranstaltungen in Magdeburg. Der Verband der Stadtführer bot in diesem Jahr zusammen mit den Festungsfreunden Kostümführungen unter dem Motto zwischen Elbe und Westfront an. Die Stadtführer schlüpften dabei in typische historische Rollen wie einen Kaufmann, eine Porträtmalerin, ein Dienstmädchen, einen preußischen Offizier, Gruson, einen Festungsbaumeister oder die Elbfee. Bei der von uns besuchten Führung über den Fürstenwall zum Stadtplatz zeigten sich die rund 40 Besucher vollauf begeistert. Nachdem am historischen Sudenburger Tor zum Kaiser-Otto-Fest schon mal die Bauzäune gefallen waren, allerdings fehlte die Informationstafel noch, wurde das Tor nun vor wenigen Tagen von OB Lutz Trümper auch offiziell eingeweiht. Rund 326.000 Euro hat die Stadt investiert, um die Ergebnisse der archäologischen Grabung an der Kreuzung Breiter Weg – Danzstraße auf Dauer sichtbar zu machen. Durch die Grabung kann die Höhenniveauentwicklung der Stadt von der ersten steinernen Befestigung bis in die Gegenwart nachvollzogen werden. Noch kostet er nur 149 Euro, ab Januar 169. Der neue zweiteilige Band Der Dom zu Magdeburg. Auf rund 1030 Seiten umfasst das Werk alles, was der Dom zu bieten hat an Architektur und Ausstattung. Es ist das Ergebnis der erstmalig kompletten Inventarisierung des Bauwerks. 6,5 Jahre währte das Mammutprojekt. Ob beide Bände auch ihr Geld wert sind, können wir nur vermuten, denn 99 Euro für ein Presseexemplar übersteigen das Budget unseres Bürgersenders denn doch erheblich. Happy End für ein engagiertes Bürgerprojekt. Das Salbker Lesezeichen hat ein neues Domizil gefunden. Ende der vergangenen Woche zog man vom alten Standort Alt-Salbke 75 nach Alt-Salbke 50 mitsamt 40.000 Büchern und allem sonstigen Inventar um, ins ehemalige Casino von Fahlberg-List. Rund 500 Umzugkartons und 200 Bananenkisten mussten bewegt werden. Bis spätestens Ende Oktober soll alles wieder in den Regalen stehen. Von der Wiedereröffnung werden wir natürlich auch berichten.